Ja, hallo. Ich möchte dich heute ganz herzlich zu meinem allerersten Farmvlog begrüßen. Wir dann heute zu lernen, wie ihr seht, unsere zwei Traktoren, der TL90 mit dem Böttinger Mähwerk, das CAT 276F und dann der TS100 mit unserem neuen Frontmähwerk, Böttinger Classic 301. Und hinten am TS100 hängt nun ein Feller KM187. Es ist nicht groß, aber für uns passt es genau. Kreiseln dann mit dem Ford 3910 mit dem Feller Hydro DH440. Ich kriege den Kreisel her. Passt genau für unseren Betriebskreis. So. Schon einige Jahre im Einsatz. Schwadern damals mit unserem neuen Grundschwader. Das ist der GA4521 Master Drive. Den haben wir sie angeschafft, weil den haben wir beim ersten Schnitt probiert und der hat so sauber gehackt. Jetzt haben wir sie den gekauft und in alten Feller verkauft. Und mit dem Böttinger Top 380, ja, den haben wir sie vor einigen Jahren dazu gekauft zum Feller. Mit dem sind wir eigentlich im Großen und Ganzen auch recht zufrieden. Einige haben wir dort in den Silo, weil in dem ist der erste Schnitt drinnen und dann haben wir hier noch einen Einbink gepresst. Und da ist der, das ist da, da liegen die zweiten Schnittbänken und den dritten Schnitt haben wir da rein da und da kommt der vierte jetzt noch drauf. Wir machen 10 Hektar gut, weil 5 Hektar haben wir da einzeln für Kia als Wort, weil wir ja Bio sind und dann haben wir da noch 1 Hektar Erbsen, Hafern, Rapsgemisch und da, das steht häufig gut. Ja, wir haben jetzt nochmal umgetan. Ich fahre jetzt mit dem Großen, also mit dem TS100. Und wir haben das Heckmähwerk angehängt. Weil dann braucht man sich nicht immer auf zwei Mähwerke konzentrieren. Das heißt, wir fahren jetzt mit zwei Frontmähwerke. Das ist jetzt die erste Wiese, was ich mache. Da steht, es steht nicht so schlecht. Aber jetzt auch nicht perfekt. Und ja, ich fahre jetzt mit 13 km/h. Ja, da drüben war der Ertrag nicht so schlecht, nicht so gut, vielleicht sieht man es, weil dort der Baum so viel Tannenwurzeln. Ja. Ja, wir fahren mit einem Trommelmähwerk aus dem Grund, weil wir mit dem Scheibenmähwerk, das was wir gehabt haben, also zum Arsch, einfach nicht zufrieden waren. Der Aufbau war zwar schon gut, es war gut also wartungszugänglich und auch gut zum Waschen. Aber es hat einfach nicht die Mähqualität gehabt, was wir uns erwartet haben. Und hat einfach nur geschoben und so. Und seitdem wir das Frontmähwerk wieder haben, das neue Böttinger da, haben wir einfach wieder gute Mähqualitäten. Es mäht sauber, es macht schöne Schwad. Und ich kann genauso bis zu 20 km/h fahren. Und hab sogar weniger Spritverbrauch. Ja, wie man sieht, ich fahre jetzt 18,5 km/h. Das geht tadellos. Ja, ich bin jetzt fertig. Ja, der Ertrag war nicht schlecht. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, gut gegangen ist es auch. Ich habe jetzt in das Raps Erbsen Hafern gemischt. Das ist das der Fleck da. Ich muss relativ langsam fahren, weil ziemlich viel steht. Aber es geht eigentlich schön und ja, trocken ist es auch einigermaßen. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Bahnen gemacht. Ja, es ist extrem guter Ertrag. Es ist zwar ein wenig nass, ich weiß nicht, vielleicht sieht man es. Das Mähwerk ist halbwegs nass, da steht eh ein Latschen. Aber wir lassen es eh lang drücken und kreiseln uns. Und führen es dann als letztes heim, dann geht das schon. Ja, Mama ist jetzt gerade schon am Kreiseln. Bevor. Yeah.
da auf der Wiesen, da steht jetzt nicht so viel. Also, es steht schon ein wenig was, aber ja, für den vierten Schnitt ist es eigentlich ganz okay, aber auf der Wiesen da oben, die gehört auch noch uns da. Da, das hat mein Papa gemacht, da steht einiges. Ja, und ganz oben, oben im Wald, da oben im Wald, da steht auch noch halbwegs viel. Ja, da macht jetzt der Papa. Und die L9. Ja, wir haben jetzt alles fertig gemacht. Da drüben haben wir einen Anflug. Und da rauf, da hinter der Siedlung gerade, das sind die ganzen Streifen, was wir jetzt gemacht haben. Ja, das waren jetzt um die 10 Hektar mal da. Haben wir jetzt 2,5 Stunden gemacht. Der Trag passt eigentlich auf die meisten Wiesen. Und so sind wir auch zufrieden. Ja, ich fahre jetzt mit dem TL90 und mit dem Böttinger Schwader mal überall rundum. Das, was sie morgen beim Schwadern leichter tun. Ja, wir haben jetzt den Tag 2. Bin jetzt da am Schwadern mit TS100 und mit unserem Kunstschwader. Ich fahre da mit 7 km/h, 8 mit der ersten. Und da steht eher ein wenig was, aber ja, das ist jetzt das erste Mal rundum.